Heute geht es um den Walzer in F-Moll von Frédéric Chopin. Allerdings geht es nicht darum, welcher Finger auf welche Taste kommt, sondern es geht um Fragen der Interpretation, um Fragen der musikalischen Gestaltung und es geht um einige technische Herausforderungen, die dieses Stück bietet und wie du die am besten meisterst. Also bleib dran! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Repertoire-Serie. Ich bin Thorsten Eil und auf meinem YouTube-Kanal dreht sich alles rund um das Thema Klaviermusik vom Barock bis zur Romantik. Ein neues Video erscheint immer am Samstag um 17 Uhr. Wenn du also von YouTube an neue Videos erinnert werden möchtest, dann abonniere meinen Kanal und drück nebendran auf die Glocke und schau dich auch ruhig mal auf meinem Kanal um. Da gibt es mittlerweile etwa 200 Videos, da ist mit Sicherheit noch viel Interessantes für dich dabei. Wir legen gleich los. Beginnen wir heute mal mit der linken Hand. Wenn du die linke Hand lernst, dann ist es sinnvoll, dass du zuerst mal die Basslinie lernst. Anschließend ergänzt du die Akkorde. Und erst dann übst du das Ganze. So wie es hier geschrieben steht. Es ist natürlich einfacher, die Akkorde zu lernen, wenn du dich mit Harmonielehre auskennst. Wir sind in F-Moll, das bedeutet, die Dominante ist in aller Regel C-Dur, die Subdominante B-Moll. Und das sind Dinge, die dir natürlich dabei helfen, die Akkorde zu erinnern, weil das Auswendiglernen der linken Hand hat auch immer was damit zu tun, die Akkorde zu analysieren. Wechseln wir zur rechten Hand. Bei fast allen Stücken von Chopin ist es wichtig, dass du die Melodiestimme in einem schönen Cantabile-Ton spielst. Was Cantabile-Spielen genau bedeutet, würde jetzt den Rahmen dieses Videos völlig sprengen. Deshalb verweise ich an dieser Stelle einfach auf das Video zum Cantabile-Spielen, das ich vor einiger Zeit schon einmal gemacht habe. Schau dir das bitte an. An dieser Stelle muss folgender Hinweis genügen. In der rechten Hand haben wir immer einen langen Ton, der dann von so einer Achtelbewegung gefolgt wird. Achte bitte darauf, dass du nach einem langen Ton den Folgeton leise ansetzt, damit nicht der Eindruck einer Betonung entsteht, wenn du alle Töne gleich laut spielst, dann klingt das immer sehr unprofessionell. Also das heißt, versuch immer eine schöne, dezente Dynamik zu machen und achte darauf, dass du also keine unnötigen oder keine falschen Betonungen setzt, also falsche Betonungen im Sinne von an Stellen, wo sie nicht hingehören und auch keine Betonungen, die solche Schreckbetonungen werden. Also erzeug hier bitte keinen Schreckeffekt beim Zuhörer, das wäre dieser Musik nicht angemessen. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie sind denn diese ersten 8 Takte in der Melodiestimme aufgebaut. Wir haben im Grunde 3 Phrasen. Die erste Phrase besteht aus den ersten 2 Takten, dann kommen wieder 2 Takte und dann kommen 4 Takte. Das ist natürlich kein Zufall, sondern das ist kompositorisch so gewünscht. Und jetzt ist es natürlich auch deine Aufgabe als Musiker, diese Phrasen zu zeigen. Wie machen wir das? Indem wir am Ende der Phrase abphrasieren. Abphrasieren heißt leiser werden und dann die neue Phrase mit einer kleinen Betonung einsetzen. Vielleicht irgendwo zwischendrin einen kleinen Höhepunkt machen und dann am Ende der Phrase wieder abphrasieren.
Das würde dann so aussehen. Ich beginne mit einer kleinen Betonung, leise ansetzen, Crescendo hierher und abphrasieren. Wieder kleine Betonung, leise ansetzen, Crescendo hierher und wieder abphrasieren. Und jetzt kommt was Interessantes. In der linken Hand haben wir ganz walzertypisch 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 und so weiter. Aber in der rechten Hand konterkariert die Melodieführung diesen Walzerrhythmus. Also das heißt, die Melodieführung folgt jetzt nicht dieser Dreiteiligkeit des Walzers, sondern was macht jetzt die Melodie? Die Melodie bewegt sich 1, 2, 3 und jetzt kommt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Da, di, da, 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 da. Und jetzt kommt quasi die Überleitung zum nächsten Thema. Und das ist ein Aufbau, den ich natürlich erstens mal bemerken darf und zweitens, den ich auch musikalisch ein bisschen zeigen kann, indem ich immer die 1 von dieser Vierergruppe ein klein wenig betone und dann ein kleines Decrescendo machen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und jetzt die Überleitung. Und dadurch entsteht an dieser Stelle so etwas Wogendes und es führt dazu, dass wir so ein bisschen aus den Augen verlieren, dass wir eigentlich im Walzer sind. Und genau das ist es auch, was Chopin hier erreichen möchte. Also diese Walzer sind tatsächlich Musikstücke, die nicht zum Tanzen gedacht sind, sondern das sind tatsächlich Kunststücke, also Kunstwerke, und die sind tatsächlich für den Konzertsaal und nicht für eine Tanzveranstaltung gedacht. Unser neuer Abschnitt beginnt jetzt in Dur. Also das heißt, wir bekommen jetzt im Grunde das gleiche Thema präsentiert, das wir am Anfang schon einmal gehört haben. Aber jetzt wechselt dieses Thema nach Dur. Der Aufbau bleibt gleich. Die erste Phrase hat 2 Takte, die nächste Phrase hat 2 Takte, dann die folgende Phrase hat 4 Takte. Aber an der Stelle ist dann dieser Abschnitt nicht zu Ende, sondern es folgt eine weitere Viertaktphrase. Und gestalterisch können wir das natürlich genauso machen wie am Anfang. Also das heißt, die erste Phrase, jetzt kommt die zweite. Jetzt kommt die nächste Phrase und jetzt haben wir hier ja einen relativ großen Sprung zu diesem C und deshalb würde ich den auch tatsächlich betonen. Und hier dann abphrasieren, also das heißt hier eine Betonung. Und jetzt sogar lauter werden, vielleicht bis zu diesem Vorschlag. Und jetzt abphrasieren, dass ich weiß, hier ist die Phrase zu Ende. Und jetzt wieder eine kleine Betonung. Und abphrasieren. Ja, damit ich also merke, okay, zu Ende. Sondern hier. Ja? Und damit habe ich auch gleich schon einen sinnvollen Aufbau für die Takte 1 bis 20. Also das heißt, ich beginne diesen ersten Teil sehr zerbrechlich. Musik.
etwas lauter, aber kein Forte. Also diesen Takt ab Takt 8 dann wirklich ein bisschen lauter, ein bisschen mehr das Klavier strahlen lassen, aber eben kein Forte, damit das Ganze nicht brutal wird. Auch der nächste Abschnitt behält diesen Aufbau 2, 2, 4 bei. Also die erste Phrase zwei Takte, die nächste Phrase wieder zwei Takte und dann die folgende Phrase vier Takte. Aber jetzt macht Chopin wieder etwas sehr Interessantes. Also in diesem kleinen Walzer steckt wirklich sehr, sehr viel Einfallsreichtum drin. Und an der Stelle bricht die Phrase plötzlich ab. Eigentlich erwarten wir vielleicht sowas. Vielleicht irgendwas in der Richtung. Aber genau das tut er nicht, sondern... völlig anderer Gedanke und genau das darf man an dieser Stelle natürlich auch musikalisch zeigen. Ja, deshalb betone ich auch hier diesen Ton in der linken Hand und auch hier betone ich tatsächlich mal das Ende der Phrase, um wirklich diesen Kontrast noch deutlicher zu machen. Und was hinzukommt, warum betone ich dieses Ende der Phrase? Naja, in Takt 29, 30, in Takt 31, 32 schreibt er es mir ja sogar hin, diese Betonung des Phrasenendes, und deshalb mache ich das an dieser Stelle im Grunde analog genauso. Und dann, nach diesem interessanten Teil, kommt jetzt wieder unsere Viertaktphrase. Wieder zwei Takte, nur mit einer veränderten linken Hand und auch wieder, hoppla, Entschuldigung, und wieder Veränderung der linken Hand, also auch da würde ich jetzt die linke Hand zeigen und hier würde ich zum Beispiel auch hingehen. Und würde auch zum Beispiel diese dritte Zählzeit ein bisschen zeitlich dehnen. Um dieses Anhalten. Ja, eigentlich erwarte ich, ja, aber das, auch da enttäuscht er in Anführungszeichen unsere Erwartung. Also er enttäuscht sie natürlich nicht, sondern er macht das Ganze dadurch ja umso interessanter, ja, dass ich eben, dass etwas passiert, was ich nicht erwarte.
Wenn du dich noch intensiver mit dem Thema Klaviermusik beschäftigen möchtest, dann empfehle ich dir diese beiden Videos. Falls dir das heutige Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über Daumen hoch und wenn du das Video mit deinen Freunden teilst. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, das nachzuholen. Und ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Freude beim Musizieren und bis zum nächsten Mal.